Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Thomas Hartmann, zertifizierter Börsenhändler, Börse Frankfurt. Und es gibt Neuigkeiten. Und vielleicht sind diese Neuigkeiten für den einen oder anderen gar nicht so schlecht. Worum geht's? Es ist ein Zertifikat heute auf den Markt gekommen, welches sich dann nennt aktiv gehebelter Handel, irgendwie hart und so weiter. Also ein frisches Zertifikat. Was steckt dahinter? Das müsst ihr euch unbedingt durchlesen. Ich verlinke euch gerne den Link, die Seite, wo ihr alle Informationen dazu findet. Also, was genau wird gehandelt, wie wird es gehandelt, auf welcher Grundlage wird es gehandelt, wie ist der Anlagehorizont. All diese super, super wichtigen Informationen, die man benötigt, um eine Entscheidung zu treffen, ob man und wenn man in dieses Produkt investieren möchte, auch bestens darüber informiert ist. Ganz, ganz wichtig. Also schaut es euch an. Der ein oder andere, der kennt mich ja schon vielleicht. Und es kommt halt eben immer wieder ganz, ganz oft die Frage, ich würde so gerne Geld verdienen an der Börse, aber ich habe keine Zeit. Auch wenn ich dieses Argument nicht gelten lasse, weil 2-3 Stunden in der Woche, die sollte man haben, immer ein halbes Jahr, dann bringe ich euch das nämlich bei. Aber vielleicht möchte der ein oder andere ja diversifizieren. Bedeutet, er handelt eh schon selber, möchte aber auch einen Teil seines Geldes handeln, verwalten lassen. Und genau dieses heute entstandene, vorhandene Produkt schließt diese Lücke. Denn ihr könnt dies nun endlich tun. Bedeutet hier in diesem Fall, ich handle aktiv gehebelt die Märkte oder eben Aktien oder irgendwelche Finanzinstrumente. Und genau das wirkt sich wiederum auf dieses Finanzinstrument aus. Heißt, wer diversifiziert unterwegs sein möchte und oder eben eine gewisse Performance, die zumindest geplant ist, erreichen möchte. Schaut euch mal den Track Record an. Der ist zwar natürlich noch nicht lange vorhanden, sollte aber euch auch nochmal eigentlich eher beweisen, dass Wikifolios teilweise mindestens 6 Monate, eher 12 Monate, 18 Monate in der Pipeline hängen und dann keine Emission drauf erfolgt. Hier in diesem Fall sind 2-3 Monate, wenn überhaupt, nicht einmal. Also eine extrem kurze Spanne und die Emission ist quasi instant erfolgt. Also vielleicht auch das nochmal für euch interessant. Schaut es euch auf jeden Fall an. Der Drawdown ist wirklich sehr gering bislang. Die Performance ist absolut überzeugend und dementsprechend gibt doch der Sache vielleicht eine Chance. Also Link hierzu. Dann findet ihr auch die ISIN, diese auch bestimmt in der Beschreibung. Und ja, wer Lust hat, mal reinschauen. Wie funktioniert das dann letztendlich? Mit einer ISIN könnt ihr bei eurem Broker, bei dem Depot, wie eine Aktie, die haben auch alle eine ISIN, einfach diese Kennziffern da eingeben. Dann findet ihr das Produkt, das Zertifikat. Das könnt ihr ganz normal in euer Depot reinlegen. Und ja, mehr müsst ihr da eigentlich nicht tun. Ihr kauft das einfach ein und dann ist es gekoppelt an den Handeln, also prozentual nach oben und nach unten. So, das alles. Wikifolio-Zertifikat, aktiv gehebelter Handel, ab heute online. Schaut rein, seid mit dabei. Freue mich drauf. Macht's gut, bis bald. Ciao.